Nicht. Oh, hier haben wir einen Hebel. Okay. Okay. Oh! Widerliches Geschmeiß aus der Hölle. Okay, jetzt ist eine Tür hier aufgegangen. Da freut mich nur so bedingt drüber, muss ich sagen. Also wir müssen jetzt natürlich irgendwie die Strahlen auf diese blauen Steine bündeln. Mal gucken, wie. Ah, sieht toll aus. So, in den Katzenboxen ist mal gar nichts drin. Außer wahrscheinlich alte Katzensteine. So, Blut sollte auch eigentlich immer ein Indikator sein, dass man da vielleicht jetzt mal nicht lang gehen sollte, aber wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. So, ruhig da. Okay, das sieht auch aus als wie so eine Figur, wie die wir draußen gesehen haben. Hier müssen wir irgendwas einfügen. Ein Linsenhalter. Da fehlt etwas. Da fehlt etwas. Vielleicht, ich würde mal lügen, eine Linse. So, es leuchtet blau. Der Horizont. Schlüsselgegenstand. So, über den Türen haben wir auch solche Symbole gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich den da einfügen, irgendwie über der Tür, wo wir dieses Symbol finden. Ah, der Tod ist überall. So, Schrotpatronen hat man natürlich damals im alten Ägypten gerne mal auch als Grabbeigabe irgendwo hingelegt. Hört man immer öfters von. So, okay, warte mal. Hier kann ich jetzt aufmachen. So, wir können tatsächlich mal probieren, die Linse da oben liegen zu lassen. Das sieht funktionstüchtig aus. Das hat geklappt. Okay, cool. Kann man die jetzt mitnehmen? Nee, die ist leider da. Gut, dann hat sich meine komplette These für hinfällig erwiesen, dass wir erst die Tür dafür finden müssen. So, das ist ein gigantischer Uhrpendel hier irgendwie. Ach. So, ich hoffe, ich treffe jetzt hier nicht gleich so ein Meer aus Skarabäen irgendwie. Mich bei lebendigem Leibe fressen. Man gibt das mal jetzt gerne mal. Einfach das Pharao. Okay, gut, da vorne haben wir nochmal so eine Linse wahrscheinlich. Ich guck mal hier kurz. So, das ist zum Werfen. Alte Papyrus. Papyren? Ich weiß nicht, wie ist die Mehrzahl von Papyrus? Papyrusse? Klingt komisch. Git. So, lass mich raten. Ja. Einfach mal nichts. Okay, hier braucht man eine Linse. Aber es müssen ja scheinbar schon mal Grabräuber oder irgendwas hergekommen sein. Ansonsten, gut, kann jetzt auch durch diese fliegenden, widerlichen Dämonen passiert sein. Aber, wer sollte es uns kaputt gemacht haben? So, hier kommen wir auch nochmal runter. So, okay, dann gehen wir mal hin. Vielleicht können wir das ja steuern. Das werden wir bestimmt steuern können. Haben wir denn eine Linse hier drin? Oh ja, wir haben hier sogar eine Linse drin. Gut, na dann. Was? Wohnen. Oh, okay. Oh nein, ich wollte doch nicht. Warte mal. Ja! Kann ich anbrennen? Na, was kommt her? Los, dreh dich schneller. Und fliegst du. Oh. Ah, jawoll. Haben wir. So, okay, gut. Der war jetzt hier aufgerichtet, wa? Oh, ich wollte jetzt da hinten nicht. Okay. Sorry. Sorry, Leute. Okay, kann doch nicht. Er geht doch nicht tiefer. Wir müssen ihn wahrscheinlich hier lassen. Schade eigentlich. Aber ist auf jeden Fall ein witziges Gimmick, dass du halt die Viecher damit anzünden kannst. So, okay, es ist alles auch sehr Irrwig-mäßig etwas gebaut. Also noch relativ übersichtlich. Noch vom Irrweg her, aber es ist schon Kinder der dunklen Sonne. Hm, das ist ja Lektüre, die hebe ich mir gerne für später auf. Oh, jawohl, endlich eine Spitzhacke.
Das ist altägyptisch, sehe ich sofort. Und was haben wir noch? Eine Reitgerte. Nee, ein Schürhaken. Schürhaken. Und mein Schürhaken ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Den würde ich mal, würde eher den Schürhaken mal nehmen. Weil die Spitzhacke hatte ich schon letzte Mal und die war echt mega träge im Schlagen. Oh, 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 guck mal hier. Das Pharaos Zepter. Ach, und das kann ich nicht nehmen? Ist aber schade. Das hätte ich ja hernehmen. Und wahrscheinlich kann ich das erst nehmen, wenn ich alle hier drauf ausgerichtet habe. So. Alles klar, lass dir schmecken. Vinny. Was gibt's denn Leckeres? Heute Kraftgalasch. Die ganze Familie. So, okay, geht's wieder runter. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was ausrichten können. So. Oh, hier fehlt's. Na klar, hier fehlt's. Ah, ja klar. Okay, müssten wir auch nach hier ausrichten. Interessant. Warte mal, hier bin ich schon hochgelaufen. So, dann schauen wir mal auf der Seite weiter. Hier gibt's keine Seite. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, gut. Wo finden wir jetzt die anderen Linsen dafür? Da hinten ist ebenfalls nochmal eine Tür offen. Dann müssen wir da mal durch. Dann müssen wir da mal schauen. So, Frage ist, komme ich da jetzt vielleicht noch etwas abkürzender hin? Oder muss ich jetzt wirklich... Scheinbar muss ich den Weg zurücklaufen, ja, wa? Jetzt noch gut. Okay, gut. So, nichts leichter als dies. Ah, komm, los, alter Mann, einmal durch, einmal bücken. Ja. Und weiter. So, weil irgendwo müssen wir die anderen Linsen finden und ansonsten wüsste ich sonst nicht wo, tatsächlich. So, ich werde mal nicht in die, falsche Richtung, in die Strahlen. Kreuz, nicht die Strahlen! Reinlaufen. Was? Na, nicht gut, nicht gut. Wie geht's? Was sind denn das, Würmer? So, probieren wir mal was. Probieren wir mal was. Ah, hat nicht funktioniert. Schade. Dachte, kann ich schön durch die Strahlen locken? Hat leider nicht funktioniert. Ja, schön gewesen. So, okay. Warte mal, ich bin hier gerade an irgendwas vorbeilaufen. Das war wahrscheinlich nur ein Stein zum Schmeißen. Ja, genau. Leider. Na gut. Okay. Oh, null Schuss für die Pistole. Ich glaube, ich bin ein wenig am Arsch. Oh, eine Axt hab ich noch nicht, wa? Eine Axt würde man nehmen. Ein Dechsel. Ist das für den Agrarbau gedacht, oder was? Kann ich mich hier durchdechseln? Ich dechsel mich mal durch. Aber das geht, schön. Aha. Oh, eine Katzenstatue, lass mich raten. Nothing. So, hier waren wir schon. Hier haben wir schon auf das Pharaos Haupt gezielt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, da vorne haben wir wieder noch eine Linsenhalterung. Oh, was für ein Hall. Nein, 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 nein. Oh, jetzt machen wir drin eine Pistolenkugel. So, okay, gut. Könnte von hier jetzt ein Laser kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, muss sogar. Muss sogar. Okay, gut, dann machen wir mal an und schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Wunderbar. Pistolenmunition gut hingelasert wird. So, okay. Ich stehe so mittendrin, so. Das ist eigentlich nicht so geil. So. Einmal hier durch.
Ist halt die Frage, in welchem Winkel. Ich würde einfach mal, ich würde es mal gerade belassen. Vielleicht reicht's. So, einmal reingelaufen ins Laserschwert. Kopf ab. So, dann können wir mal kurz die Pistole nachladen, weil diese kleinen fliegenden Viecher werden bestimmt doch wiederkommen. Das sieht schon großartig aus. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade hier sehr stark, aber... So, und hier tauschen wir nochmal schnell den Deckel. Oh, kann ich gar nicht. Oh, das ist ja scheiße. Das ist ja nicht gut. Ey, Mann, hör doch mal auf. Hör doch mal auf. So, wo müssen wir jetzt hier hin? Deckeln. So, müssen wir was anzünden. Mal kann man mit 1. So, zack. Mal durch. Okay, wir können noch nicht weiter zurück. Interessant. Ja, wir müssen halt auf die Truhe. Ist klar. Swim! Okay. Wunderbar. Und sofort aus. So, und hier haben wir eine Scheibe. Jawoll. Die Unterwelt. Dankeschön. Nimmt er nicht. Er nimmt's nicht. Okay. So, wo packen wir denn die Unterwelt hin? Können wir es denn gleich hier oben benutzen? Also auf der anderen Seite quasi. Immer eine Runde rumgelaufen. So, selbst wenn... Achso, warte mal, hier drüben könnte ich tatsächlich... Ah ja, wahrscheinlich... Moment. Nee. Das ist Quatsch. Binse. Und jetzt wieder die Viecher. Ah, sieht nicht so aus. Ich sag mal, alles angezündet. Was geht? So, jetzt kann ich das da oben nehmen. Interessant. Dann mag ich das doch mal. Dann hole ich mir da oben erstmal die Branche. Kann ich hier hinten noch hoch? Wie war denn das? Kann ich denn da jetzt hin? Ich glaube, ne? Hier muss ich hoch. Ja. So, dann hole ich mir das Pharaos Klunker von seiner Mütze. Und den muss ich wahrscheinlich dann auf der anderen Seite oben einfügen. Hat schon ein bisschen was Tomb Raider-mäßig, etwa? Nein! Nein! Warum? Ah, oh, schade. Ich dachte, ich kann das jetzt nehmen. Oder wenigstens damit interagieren. Okay, wo finde ich denn jetzt... Hier ist noch eine Tür offen. Nee, die Tür war vorhin auch schon offen. Okay, wo finde ich jetzt die letzte Platte? Die letzte Linse? Achso, ja genau, hier war noch Spitzhacke. Moment, ich bin ja falsch hier. Müsste doch eigentlich hier hin, oder? Okay. Von der anderen Seite geht's. Da war ja der Treffer dran. Jetzt aber auch nicht mehr. Soll ich mir einfach die Platte da drüben wieder nehmen? Muss ich die ja nicht da drin lassen? Ach Gott. Ich will ja ganz außen rumlaufen. Oh, diese Wege. Ah. Ja, also es hat ja quasi eigentlich seinen Zweck erfüllt, ne? Es hat jetzt... dieses kleine Linsenstück auf des Pharaos Mütze zum Leuchten gebracht und wäre natürlich cool, wenn ich es jetzt wieder nehmen könnte. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Warum kann ich es nicht? So, wie komme ich denn? Warte mal. Warte mal, wir können ja hier hin leuchten. Wir können ja mal hier hin leuchten. Okay. Das probieren wir mal. Jawohl.
Sorry für den Vorhang. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, hört sich. Okay, jetzt leuchten tatsächlich alle Steine. Ich muss auf Fersenhild gehen, Alter. Mann, 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 Mann. So, und schauen wir mal, was hier drin ist. Hallo. Okay, können wir uns wieder durchdechseln? Das machen wir mal. So. Okay, gut. Hier müssen wir einen Lichtstrahl hinleiten. So, erstmal Katzen. Katzenstatue. Nothing. Absolutely nothing. Okay. Da wechselt immer die Schlagtaste mit der Aktionstaste. So, Sesam öffnet nicht. Und wir haben. Tada-da-da! Der Stern. Sehr schön. So, okay, das fügen wir quasi jetzt bloß nach oben ein. Ich würde aber natürlich gerne nochmal schauen, was wir hier hinten finden. Vielleicht kommen wir hier. Ach nee, guck mal, hier ist. Hier ist eine Steinwand davor. Aber auch nicht lange. Okay. Genau, wir sind hier unten. Verstehe. Cool. Alles klar. So, und hier in diesem Raum. Oh, hier gibt es noch ein bisschen was zu finden. Ah, ein neuer Dexter. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Das ist doch. Mann, wieso? Okay, haben wir hier noch was? Nein. Nichts. Gut, dann fügen wir die letzte Linse ein. Und dann geht's ab. So. Aha. Nicht cool, nicht cool. So, kommt doch mal hier in den Durchgang. Wo ich euch dechseln kann. So. Na toll, danke schön. Komm her! So, wart. Ich glaube, einer ist noch, war drei Viecher waren's. Kann sein. So, wenn ich mir jetzt da den Klunker von der Mütze nicht nehmen kann, ist aber was los. Dann breche ich den raus. Okay. Und dann zieht es wohl nicht so gut. Ich werde mal kurz hier einen Schluck aus der Feldflasche nehmen. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Muss ich jetzt nochmal hier runter? Och man, Leute. Das ist doch so unnütz. Es hat doch gerade schon so schön geleuchtet. Das ist doch eigentlich alles klar. So, muss ich jetzt hier noch irgendwie irgendwo... Aha. So, jetzt muss ich da hin. Und mit dem muss ich wahrscheinlich hier unten auf die Brosche da runterleuchten. Es ist ja aber wirklich, also... Wenn man bloß den Radius etwas verändern könnte von dem Ding, irgendwie hätte man auch schon mit dem ersten machen können. Aber nur so eine Anregung an den Architekten für den nächsten Bau. Ah, Onkel Tom, Salbe! Ave Centurio! So, jetzt geht's ab. So. Und damit haben wir den geheiligten Gullideckel geöffnet. Und dann nehmen wir mal runter. Und mal, wo können wir? Wie immer hier lang. Okay. Oh, nicht. Oh nein. Ach, schön. Ganz toll. Wunderbar. Der Tempel stürzt ein. Warum baut man so einen Mechanismus, wenn denn der Tempel einstürzt? Ich verstehe es nicht.
klar, keiner darf den Pharao irgendwie sehen, anfassen, pipapo, und das Grab muss immer unbeschädigt bleiben. Kann ich alles verstehen. Verdammte Axt, schade, ich dachte, ich kann die abkürzen. Oh, wo ist er? Okay. Stirb? Okay. Also ich muss wirklich den ganz ursprünglichen Weg nehmen. Das wird gleich zusammenbrechen. Ja, ich weiß. Ich ahnte so etwas. Los, komm, gib Schub. Mann, Alter, ich kann das jetzt ja nicht gebrauchen. Was ist denn los? Schieß doch. Zwei Schuss. Damit komme ich nicht weiter im Biomarkt. So, ich muss natürlich durch den Keller laufen. Oh, wenigstens muss ich hier nicht durchkriechen. Sehr schön. Und einmal hoch, bitte. Und schnell. Muss schon wieder weg. Wasser wird kalt. Heute wird's scheiße. Was? Macht euch einen schönen. Du auch, Onkel Tom. War nicht doch. So, und hier ist der Vertrag. Was für einen Eiertanz, Alter. Für so ein Blatt Papier. Meine Güte. Ah, der heilige Dolch des Benjamin. Erkennt psychologisches Trauma. Durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung. Zügelt manisches Verhalten. Die Bedingungen des Schattenmanns. Der Vertrag. Schön, es werden immer mehr. Ja, mach weg. Schön, die fliegenden Affen haben uns. Abgedreht, Alter. Es ist so abgedreht. Ah, auf der anderen Seite, wir wären uns so ja nicht rausgekommen. Kapitel 4. Oh Gott. Hey, Detective. Emily. Sofort am Schuh erkannt. Was tun Sie da? Ich hab was gefunden. Toll. Der Galgen, ey. Ist war ja, es Alkohol? Ist ja fies. Gott, nein, mir hat's nur kurz den Atem verschlagen. Ich glaube, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns bricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Na schön. Ich habe mehr Informationen über der Shadow und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot. Vielleicht auch der Buchhalter. Oh ja, ich habe bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja. Halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat einen Pakt mit dem Schattenmann geschlossen, damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen. Ich hab nur... Wo ist der? Wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Oh. Oh. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Hallo? Wir wohnen mit hier im Alleingang. Eine Ablenkung. Vertrauen Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. Aber wie sind die Klamotten wieder sauber? So wie es läuft, bin ich ein absolutes Schnäppchen. Ja, ich denke auch. So, hier wird ja nochmal relativ deutlich klar, wir können ja das Spiel quasi mit zwei Charakteren spielen. Einmal mit Edward Carnby und dann mit Emily Hartwood. Ja, die wir jetzt gerade gesehen haben. Falls ihr nochmal einen Durchlauf, der sich wahrscheinlich ziemlich unterscheiden wird von Storyline, von den besuchten Orten etc. sehen wollt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ja, dankeschön. So, okay, wir öffnen das mal. Okay. Erkannt, die Barrieren, Selbsttäuschung durchbrechen, alles klar, das haben wir schon. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hartwood-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Hm. Aber diese Tat würde den Untergang von DeSeto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach.
kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Das ist interessant. Emily sagt immer Dissetto und er sagt Dissetto. Also ist, was ist, sollte jetzt, wie soll man es aussprechen? Italienisch? Spanisch? Dissetto wäre ja wahrscheinlich eher die spanische Variante. Aber Dissetto, das klingt doch so italienisch. Dissetto, mamma mia. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's. Bada bam, bada bum. Brich in Dr. Grays Büro ein und finde heraus, was er weiß. So, wir sind wieder in der Set. Oh. Also, wir machen mal Taschenlampe an. Wunderbar. Nichts ist demotivierender, als Kisten zu öffnen, wo das drin ist. So, okay. Alles klar. Nur mal kurz mal einen Blick auf die. Genau, was diesem Abend noch gefehlt hat. Ein wenig hinter. Schön. Ich wollte gerade mal gucken, einen Blick auf die Karte, aber. So, Dr. Grays Büro. Nee. Hier. Hier ist Dr. Grays Wohnung, aber Dr. Grays Wohnung ist nicht sein Büro, würde ich sagen. Hier ist Dr. Grays Büro. Aber da kommen wir noch nicht rein. Na gut, okay. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier überhaupt rauskommen. Okay, wir kommen über den großen Salon, können wir raus. Wir können erstmal probieren, da hinzukommen. Hopp. It's going down, baby. Ich brauche den Schlüssel. Er braucht den Schlüssel. Er braucht den Schlüssel. Oh, er muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist er? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gutheißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Deswegen Jeremy schwarze hier. Die schwarze Ziege. Ach komm, hör auf, Alter. Wo ist 257, wenn man ihn mal braucht? Ruhig. Yeah. Ist noch nicht so weit. Cthulhu-Tagen. So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen. Nicht zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas anstellt. Okay, wer war jetzt, also, na klar, Emma Baptiste und wer war die andere jetzt? Also eine Haushälterin. Hat man mit der schon mal Kontakt hier? Oder war das Miss Jackson? Ah, hier ist zu. Ich würde doch echt schön finden, wenn wir wieder ein bisschen Munition nochmal neu finden. Und die Fäulnis greift um sich. Ja, das sah schon mal schöner aus hier im Essenszimmer. Verdammt. So, okay, gut, wir gehen weiter. Jesus, was zur Hölle war das? Ist blockiert. Bin ja dagegen, wa? Bin ja dagegen. So, warte mal, von hier war ja nicht hingekommen. Sondern man muss ja hier durch. Durch die Bibliothek. Oh, warte mal. Gibt es etwas Neues? Wahnsinn und die Astarte-Künstlerkolonie. Wahnsinn und die Astarte-Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Ein neuer Kaffeeklamm kam hier reingeflogen gerade. Sechs Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans.
Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astarte das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Desettos Geschichte besonders interessant. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Seto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Seto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub-Niggurath. Obwohl De Seto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astarte ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub-Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Shub-Niggurath wird auch die Ziege mit den 1000 Geißlein genannt. Unaussprechlichen Kulten und den 1000 Jungen erwähnt. Und man geht davon aus, Lovecraft-Universum. Dass es geschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf De Setos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in De Seto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astarte-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist. Okay. Shub-Niggurath.